Good morning in the morning. Ich bin die verrückte Ente und wir sind heute auf ein ganz spezielles Thema. Ein ganz, ganz, ganz spezielles Thema, was gerade im Discord alle aufwühlt. Wir müssen da mal gucken, mal sprechen. Und es geht hier um ja, Nestor, der ich gerade geholfen habe. Denn die ist jetzt schon Level 79. Uiuiuiui. Ja, der hat ziemlich viel gelevelt. Also ganz cool eigentlich. Hat natürlich hier noch ganz, ganz viele Flächen noch nicht freigespielt. Ne? Also hier überall sind immer noch Flächen, die sie nicht freigespielt hat. Und schickt hier fleißig Züge weg und alles, baut immer wieder mal ein bisschen um. Und jetzt sagen einige bei uns im Discord, im Discord könnt ihr natürlich gerne mitquatschen, wenn ihr wollt, das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Die muss cheaten. Ja. Jetzt habe ich wirklich viel gesucht im Internet. Es gibt sehr viele Betrüger-Videos. Ich meine, ihr kennt die schon von Heyday. So, wir gucken mal eben meinen Zug leveln. Ich muss meinen Zug leveln. 10%. Zack. Level 5. Ja, also ihr kennt das Ganze schon von Heyday. Da gibt es halt diese Sachen, wo man Telefonnummer angibt und zack hat man einfach mal ein Abo. Ja, und ansonsten gibt es nur noch eine Art von brauchbaren Videos. Und zwar sind das sogenannte, ein Programm, was sich Cheat Engine nennt. Das ist aber so schlecht bewertet, diese Videos. Und alles auch immer auf dem PC. Und immer irgendwelche komischen Kanäle. Und drunter steht eigentlich meistens, dass das Fake ist. Ne, also die Leute, die drunter schreiben, schreiben dann Fake und so. Also so ein richtiger Beweis, dass man überhaupt cheaten kann bei Township, ist es auch noch nicht. Und ich bin ja so jemand, der ist der Letzte, der dann sagt, ja, da wird gecheatet. Ne? Also ich warte immer ab, gucke erstmal und ich sag mal so, ich sehe jetzt noch keinen richtigen Grund, dass das unbedingt cheaten sein muss. Denn es gibt auch Leute, die haben viel Geld, die geben einfach aus. Und ob sich jetzt eine Frau für 20.000 Euro eine Handtasche kauft oder in so ein Spiel hier reinpumpt. Also ich denke, so Leute wie Ummüt, da ist es dann schon eindeutiger. Also viel, viel eindeutiger. Und selbst der pumpt auch Tausende von Euros in dieses Spiel, also in Heyday rein. Und da meckert auch keiner. Irgendwie war der noch nie Thema bei uns im Discord, was ich sehr verwunderlich finde, weil der cheatet wirklich und das juckt aber keinen. Und bei Heyday kann ich das Ganze auch belegen und beweisen, dass man dort Bots kaufen kann, verwenden kann und. Kenne auch genug Leute, die das machen, aber da sagt nie einer was. So, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Level Up. Level Up. So, einsammeln. Ich hoffe, das reicht. Nee, reicht nicht. Nochmal. Reicht das? Immer noch nicht. Also, was ist denn hier los? Müssen wir nochmal einsammeln. So, jetzt aber. Jawohl! Da haben wir Level Up und es gibt ein neues Haus. Gibt neue Schweinefarmen. Also noch eine zweite. Und ich kann Betten herstellen. Und einen Golfplatz. Sehr, sehr schön. Jetzt gucken wir direkt, der will bestimmt den Golfplatz bauen. Korrekt. Stellen wir direkt mal hier hin. Zack. Crazy Duck. Ne? Dann hier die Schweinefarm. Stellen wir natürlich auch direkt dahin. Kann ich mir gerade so noch leisten. Und jetzt bin ich pleite. Gottes Willen. Ich bin pleite. Na gut. Kommen wir zurück zu der ganzen Sache. Also ich denke nicht, dass es unbedingt Cheaten sein muss. Es kann auch einfach sein, dass es jemand ist, der nicht über Geld nachdenken muss. Ne? Also das gibt es halt genug Leute, die sich keine Gedanken machen müssen um Geld. Ne? Die haben genug und die juckt das dann auch nicht. Und die Statistiken hier bei Township, die sehen nicht so aus. Also bei den Spielern, die ganz oben sind. Das sind alles nachvollziehbare Sachen. Die sehen jetzt nicht aus wie jemand, also dass hier in dem Spiel gecheatet wird.
Ne? Also, ich finde die Statistiken hier, ja, es sind halt echt wahrscheinlich crazy Leute, die ziemlich viel spielen. Ziemlich viel. Also, man kann das alles noch ein bisschen nachvollziehen. Am besten sieht man das sogar, wenn bei uns die besten Spieler so ein Event machen und dann guckt man bei den anderen Spielern, die weltbesten Spieler, da ist das gar nicht so extrem weit auseinander. Also man kann das schon so ein bisschen nachvollziehen und kann sagen, gut, die spielen halt einfach viel. Bin ich fertig? Ah, cool, ich bin fertig. Aber ihr könnt ja gerne mich auch belehren. Ihr könnt gerne irgendwelche Seiten posten, mir schicken oder irgendwelche, wo es 100% belegt ist, dass man cheaten kann. Oder dass halt wirklich möglich ist. Ne? Also wer sowas kann, bitte einfach mal posten. So, ich werde jetzt hier nochmal ein Flugzeug machen. Ich habe ja Zeit genug, meine letzte Aufgabe. Da lasse ich mich gerne belehren, tu das dann in einem anderen Video auch dann zeigen und drüber reden. Aber solange das nicht ist, kann man nicht einfach sagen, oh, da cheatet man oder so. Das ist bei Township, glaube ich, auch nicht so einfach möglich. Also, das Einzige, was ich gesehen habe, Dollar cheaten, bin ich mir noch nicht so sicher, dass das wirklich Quellen sind, die möglich sind. Also, die ganzen Videos, die ich da gesehen habe, sind alle mehr Bullshit als wirklich wahr. Und alles andere, hier ist ja nicht möglich, irgendwas zu traden oder so. Also, man kann ja nicht einfach was am Marktplatz verkaufen, Tools kaufen oder. Und es gibt auch keine Cheat Engines zum Verkauf mit Support dabei. Und ich sag mal, jemand, der so ein Programm entwickelt, der ist ganz vorne dabei, das zu verkaufen. Ne? Also, das sieht man auch bei Township und bei Clash of Clans und bei Clash Royale und bei allen Spielen. Überall, wo sowas ist, da wollen die Leute auch Geld damit machen. Kann ich hier nichts reinsetzen? Doch, hier. Und das ist hier nicht. Also ich fände es schade, wenn es so wäre. Lass mich da auch gerne belehren. Schreibt es einfach dann unten in die Kommentare. Ich bin da sehr gespannt. Und ansonsten erstmal im Zweifel für Nestor. Ne, also ist halt eine krasse Spielerin, die wahrscheinlich viel Geld ausgibt. Ist schon witzig. Also, ja, die kauft doch immer viele Figuren. Ja. Aber ich sehe da jetzt noch nicht so das Problem. Bin da sehr gespannt. Die ist sehr viel aktiv, schreibt sehr viel im Chat, ist auch immer online und antwortet auch auf dem YouTube-Channel. Also wenn ich ihr schreibe, dann antwortet sie auch. Also da ist nicht irgendjemand AFK oder sonst was. Die spielt halt wirklich. So, ich bin raus an der Stelle hier und piep, 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 hab euch alle lieb. Ciao.